Liebe Freundinnen und Freunde des Literaturbuffets, auch liebe Freunde von Complexity FM, heute ist der erste Tag des Lockdown Nummer 2 und wir haben heute eine ganze Menge von Bestellungen bereits bearbeitet von Kundinnen und Kunden, die für den Lockdown Literatur suchen. Ich stehe hier vor dem Fotobuchregal. Wir haben seit geraumer Zeit begonnen, diese kleine Abteilung aufzubauen. Und ich möchte die Gelegenheit nutzen, auf ein Buch hinzuweisen, das vielleicht gerade in dieser Situation gute Anregungen bringt, wie man die Zeit der Isolation, des Eingesperrtseins gut übertauchen kann. Und zwar handelt es sich um das Buch Kreative Fotoaufgaben für jeden Tag von Lars Böck, bei Humboldt erschienen. Und ihr findet in diesem Buch 365 Foto-Challenges, die einerseits dazu geeignet sind, die Funktionen seiner Kamera kennenzulernen, die Grundbegriffe wie richtige Belichtung, die richtige ISO-Zahl, Shutter Speed und anderes kennenzulernen. Es sind aber auch sehr kreative Anregungen, was man, und das ist jetzt der entscheidende Punkt, auch in geschlossenen Räumen machen kann. Es ist ja das Problem, dass viele von uns nur wenig Möglichkeit haben, hinauszukommen. Und das ist natürlich in der Situation auch oft so, dass sich die Einengung auf die Kreativität sehr negativ auswirkt. Es sind hier Anregungen drinnen, was man zu Hause fotografieren kann. Und es ist ganz egal, womit man fotografiert, ob es jetzt ein Handy ist, ob es eine spiegellose Kamera ist, ob es eine Spiegelreflexkamera ist, ob es eine Kompaktkamera ist. Es ist wirklich ganz egal. Und ich möchte euch eine dieser Ideen jetzt präsentieren. Das ist eine Abwandlung des bekannten Kinderspiels Ich sehe was, was du nicht siehst. Eine Person sucht sich in der Wohnung einen Raum aus und macht dort 20 oder 30 Fotos, und zwar aus ungewöhnlichen Perspektiven von Gegenständen, die die Bewohner dieser Wohnung jeden Tag sehen. Das kann ein Türknopf sein, das können die Armaturen sein bei der Abwasch, das können Kühlschrankmagneten sein, es ist ganz egal. Es kann auch eine einzelne Kaffeebohne sein. Und wenn man diese 20 Aufnahmen im Kasten, auf der Speicherkarte, wo auch immer hat, zeigt man sie den Kindern, dem Partner, der Partnerin, wie auch immer, oder irgendwelchen Bekannten, die öfter ein- und ausgehen, und die müssen dann erraten, wo sich diese Gegenstände befinden. Der Vorteil ist der, weil jetzt sicherlich viele sagen werden, naja, ich habe keinen Fotodrucker und ich kann mit den Fotos wenig anfangen. Prinzipiell kann man alle diese Fotos natürlich auch in irgendeiner Weise ins Internet hochladen. Es gibt verschiedene, auch gratis Cloud-Lösungen, die sehr gut sind, die für solche Aktionen sehr gut geeignet sind. Man kann in verschiedenen Videoconferencing-Programmen, also ich empfehle zum Beispiel Jitsi Meet, unten ist ein Link eingeblendet, wie man zu Jitsi Meet kommt. Da kann man also auch andere Bildschirme einblenden und kann damit auch zum Beispiel Freunden, Verwandten, die jetzt nicht physisch anwesend sind, diese Fotos zeigen und mit ihnen das Spiel spielen. Das wäre eine kleine Anregung, die zeigt, dass man auch in geschlossenen Räumen, dass man in Zeiten des sogenannten Social Distancing, was ein gruseliges Wort ist, sehr wohl imstande ist, mit anderen Menschen zu kommunizieren und aus seinem Hobby Fotografie etwas Spaßiges, Sinnvolles herauszuholen. Das Buch habe ich ebenfalls eingeblendet. Ich kann es wirklich sehr empfehlen. Wie gesagt, 365 Aufgaben werden hier gestellt und man kann auch nach dem Lockdown sicherlich mit den Tipps aus diesem Buch sehr, sehr viel anfangen. Zum Abschluss noch ein Statement, warum dieses Video mit Maske. Zwei Gründe dafür. Ich möchte darauf hinweisen, dass es eine Geste der Solidarität und eine Geste der Rücksichtnahme auf andere ist,
die Maske zu tragen, den Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Und zwar nicht nur dort, wo man dazu gezwungen wird, sondern auch dort, wo man sich im öffentlichen Raum bewegt. Das ist ein Zeichen der Rücksichtnahme. Und zweites Argument, abgesehen, dass das eine wirklich wunderschöne Maske ist mit einem tollen Muster. Also ich schaue auf jeden Fall mit Maske wesentlich besser aus als ohne. Okay, das war's. Ich werde gelegentlich während des Lockdowns weitere Videos hier hochladen. Ich hoffe, ich habe euch einige Anregungen geben können. Bleibt gesund, passt auf euch, vergesst nicht auf den Mund-Nasen-Schutz und vergesst nicht auf eure Kamera. Vielen Dank.